Kurca koji je danas pored svojih sastanaka sa bosansko-hercegovačkim sastanaka kao i o samoj godini kulture pristupit će... Naravno, u centru pažnje bila je naš proces evropskih integracija, u centru pažnje bila je aplikacija za članstvo Bosne i Hercegovine koju ćemo podnijeti u ponedeljak 15. februara. Ja ću ponoviti samo da je i danas od Austrije stigla eksplicitna podrška naporima Saveta ministara u provođenju reformi i u brzom približavanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Nakon potpisivanja i samog fotografisanja imaće... Du hast es schon angesprochen, wir unterstützen Bosnien Herzegowina auf dem Weg in Richtung Europäische Union, aber auch bei den damit verbundenen notwendigen Reformen. Es wird am 15. Februar der Beitrittsantrag übergeben werden. Bis dahin ist es aus meiner Sicht ganz besonders entscheidend, auch den EU-Koordinationsmechanismus auf ein festes Fundament gestellt zu haben, denn das ist selbstverständlich die Basis dafür, dass auch die weitere Kooperation erfolgreich verlaufen kann. Wir sind dankbar über Reformschritte, die gesetzt werden, wie zum Beispiel eine positive Entwicklung im Arbeitsrecht, freuen uns aber natürlich über jeden weiteren Schritt, der dazu beiträgt, dass Bosnien-Herzegowina ein noch besserer Standort für ausländische Investments und auch für unternehmerisches Handeln wird, denn das ist selbstverständlich die Basis für eine erfolgreiche Entwicklung des Landes. It's impossible for a single country to solve the situation alone, but especially Macedonia stands ready to accept the support of the European Union and of countries like Austria, Germany, Slovenia, Croatia and others. This is not happening in Greece, unfortunately. The European Union and also we as member states, we offered a lot of support for Greece. But unfortunately, the government is not ready to accept our support. For us, it's impossible to have the same numbers of migrants in the year 2016 again, like we had it last year. Treba da mi kažete, molim vas, jasno i glasno, da li će vaša zemlja, Austrija, prihvatiti zahtjev BiH koji... Hvala.